Wir sind Melanie und Uwe. Schon seit 1990 bereisen wir immer mal wieder Teile von Europa. Dabei haben wir die verschiedensten Campingvariationen ausprobiert. In Zukunft möchten wir in einem ausgebauten Kastenwagen auch über Europa hinaus reisen. Dank Corona beschränken wir uns derzeit auf die nähere Umgebung bzw. Deutschland. Morgen. Wir befinden uns heute in der Nähe von Hörgrenzhausen und zwar sind wir hier hochgelaufen zur Burg Grenzau. Die ist um 1210 erbaut worden und liegt 250 Meter hoch, eine sogenannte Höhenburg. Ja, und die hat als einzige Burg in Deutschland einen dreieckigen Bergfried und es ist hier wunderschön, die Sonne scheint, während es nämlich eigentlich nur minus 2 Grad ist heute. Auch von mir noch einen schönen guten Morgen. Heute wandern wir von der Burg Grenzau. Grenzau ist ein Stadtteil von Hörgrenzhausen. Durchs Brexbachtal nach Bendorf-Sain. In Bendorf sind wir letztes Mal schon gestartet und haben einen Teil des Brexbachtals gemacht. Könnt ihr euch ja mal das Video angucken, Oskar und Emma. Und heute wandern wir durchs komplette Brexbachtal. Wir wissen nicht genau, wie viele Kilometer es sind, weil das Navi sagt zu Fuß 8 Kilometer, auf den Schildern steht 13,6. Sind wir mal gespannt. Im Hintergrund könnt ihr noch die Burg Grenzau sehen. Ups, wo bist du denn? Wir sind hier am Kaiserstuhl. Das ist so ein kleiner Aussichtspunkt an so einem tollen Felsen und diese bizarren Bäume, das sieht auch sehr schön aus. Aber so wirklich Aussicht kann man hier nicht genießen. So, jetzt gehen wir ins Brexbachtal runter. Das heißt, wir müssen hier so eine kleine Serpentin. Ganz steil runtergehen. Geschafft. Ja, das war ja mal eine Abfahrt. Also wir können euch sagen, Trittsicherheit ist auf jeden Fall gefordert. Und vor allen Dingen, wenn wir an den Tag denken, wo wir das erste Mal durch Seintal gewandert sind, da war es ja vorher regnerisch gewesen und matschig. Also das wäre hier schwierig geworden. Und da der Boden jetzt gefroren war, ging es irgendwie. Wir gehen jetzt hier noch mal ein ganzes Stück die alte Bahnstrecke entlang, also praktisch auf den Schienen entlang. Ja, das ist die, die immer mal wiederbelebt werden sollte, aber leider ist bisher nicht geschehen.
Kennt ihr eigentlich noch den Weihnachtsvierteiler, der Seewolf mit Raimund Harmsdorf? Ich glaube, im zweiten Teil, da hauen sie als Jugendliche zu Hause ab und gehen über Bahnschienen. So komme ich mir im Moment gerade vor. Wir sind immer noch auf den Bahnschienen unterwegs. Das ist echt total schön. Da kommt Uwe jetzt angelaufen. Und ich drehe mich jetzt mal ganz langsam, denn... Dann nehmen wir jetzt mal die Abkürzung. Da kommt die kleine Dampflok. Na endlich, hier ist ja ein Parkplatzschild. Ob wir wohl einen Parkplatz finden? Vielmehr eine Bank, weil, na wie kann es anders sein? Ich habe natürlich Hunger. Ja, ihr Lieben, wir haben gerade festgestellt, dass es eine gute Entscheidung war, noch ein wenig den Bahnlinien zu folgen, oder der Bahnlinie, weil nämlich da unten, was ihr das da seht, dieser Matsch, das wäre unser Weg gewesen. Also wir hätten auf jeden Fall nasse Füße bekommen und es ist super schlüpfrig und matschig. Haltestelle Pfadfinderlager. Da geht der Weg runter, die Treppe. Wer weiß, ob das ein altes Bahnhäuschen war. Keine Ahnung. Naja, ohne Fenster, ich weiß es nicht. Aber was man auf jeden Fall findet, jede Menge Müll. Auf diesem großen Stein ist der Erfinder des Pfadfinderlagers verewigt. Und da kamen wir jetzt her. Und bei unserer Wanderung Oskar und Emma, da sind wir hier diesen schmalen Weg runtergekommen. Also wir haben unsere Wanderung beendet.
Es waren dann, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, nicht nur 8 Kilometer, sondern doch eher die 13,6. Aber da wir ja auf den Schienen ein ganzes Stück entlang gelaufen sind, weil wir nicht durch den Matsch wollten, haben wir wahrscheinlich so 1,5 Kilometer, 1 bis 2 halt abgekürzt. Ja, damit ihr wisst, wie lang unsere Wanderung war. Ja, jetzt sind wir im Brexbachtal am Pfadfinderlager schon vorbei und sind jetzt kurz vor Bendorf-Sein. Da werden wir jetzt gleich abgeholt. Vielleicht warten wir auch hier. Bis hierhin darf er auf jeden Fall fahren. Hier stehen Autos. Und dann werden wir abgeholt. Es war halt kein Rundweg, sondern einmal quer durchs Tal. Ja. Genau, Grenzau bis Bendorf-Sein. Und es ist übrigens total kalt jetzt, weil die Sonne, die hat uns schon länger verlassen. Die war eigentlich nur oben in Grenzau und dann noch so ein ganz kleines bisschen. Ich meine, gut, durchs Tal ist sowieso immer ein bisschen schattiger, aber ist jetzt doch ziemlich kühl geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ja, und schreibt bitte in die Kommentare, was ihr überhaupt von unseren Videos haltet und speziell natürlich von diesem hier. Und dann vergesst uns nicht zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, und wenn ihr die Glocke betätigt, werdet ihr sogar jedes Mal dran erinnert. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir unseren Fahrer verpasst. Der ist schon irgendwie an uns vorbei. Der muss wohl am Kletterwald stehen. Und er holt uns aber jetzt ab. Jetzt kommt er praktisch von da, wo wir auch hergekommen sind. Ja. Das ist mein Bauch. Knurrt. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich gerade gefilmt habe, weil ich filme immer noch. Hä? Du zuerst. Du wolltest nur geschafft sein. Okay.